Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Was? Beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Wir wollen, du suchst jetzt erstmal nach Fallen. Da ist schon mal die erste. Au. Das war nicht so toll. Du bist ja ein komischer Kauf. Immerhin, du sollst noch fallen. Hier. Wer will noch mal? Wer hat noch was nicht? Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Oh, und entschärfst sie beide bitte. Ihr zeigt eins auf die Hirne. Jetzt zeig mal, was habt ihr hier? Schutzumhang und ein Amulett. Das wird wahrscheinlich wieder ein Schutzumhang plus 1 sein. Zauber haben wir leider keine mehr. Ihr habt gerufen? Nichts leichter als das. Und du hier? Hast nur eine Zaubererrobe. Können wir die identifizieren? Schurkenrobe, okay. Ja, gut. Da ist ja abgeschlossen. Gucken wir erstmal hier rein. Schwert von Balduran, Baldurans Logbuch und Baldurans Buttermesser. Yay. Die beiden Sachen gehen mal an dich. Das Schwert geht an dich. Diese verzierte, jedoch schlecht ausgewogene Waffe wurde im Baldurans Schiffswrack gefunden. Goldwaffen sind zwar gerade nicht für ihren Nutzen im Kampf bekannt, aber den Legenden nach können nur aus Gold geschmiedete Waffen solch furchtbaren Geschöpfen wie Werwölfen Schaden zufügen. Eigentlich Silber, aber Gold scheint wohl auch zu gehen. 2W4 plus 4 gegen Lykanthropen, was gut ist. Bist du ein Bastardschwert? Könnte es fast eins sein, 2W4, weil das hier ist 1W8. Und das Bastardschwert hier, ja, 2W4, also bist du ein Bastardschwert. Und das legen wir mal an, falls wir noch mehr Lykanthropen begegnen. Buttermesser von Balduran. Die Legende erzählt viel von dem Buttermesser Baldurans. Der Held ließ es nicht zu, dass andere Küchenutensilien seine Nahrungsmittel berührten. Es wird angenommen, dass ihm seine Mutter dieses verzierte Buttermesser zu seinem 18. Geburtstag schenkte. Ja, das ist ein kleiner Easter Egg, ein kleiner Joke. Baldurans Logbuch. Es scheint, als wäre die Zeit nicht allzu freundlich mit den Seiten dieses Buches umgegangen. Die Eintragungen lassen sich jedoch noch teilweise entziffern. Dies ist das Logbuch des guten Schiffes Wanderndes Auge unter dem Befehl des höchst ehrwürdigen Balduran. Werden umkehren, wenn wir noch einmal die in weiter Ferne liegende Küste sichten. Die Männer sind rastlos, aber das Versprechen von möglicherweise noch größerem Reichtum als von unserer letzten Reise wird sie ausharren lassen. Wetter ist gut und wir werden Ankorom früher als erwartet erreichen. Ich habe das übrigens immer falsch vorgelesen. Ich habe immer Ankomor gelesen, aber da steht Ankorom. Erreichen, daran zweifle ich nicht. Habe die Matrosen beruhigen können, auch wenn sie weiterhin nervös sind. Ich kann es ihnen nicht übel nehmen, es war wirklich keine angenehme Begegnung. Diese verdammten Elfen täten gut daran, sich zu erinnern, dass die See niemandem gehört, außer vielleicht den Göttern, die über sie wachen. Ich werde dennoch die nördliche Passage vermeiden, schon allein um zu verhindern, dass noch so eine übereifrige Schar an Bord kommt. Solch Paranoia seitens des Feenvolkes. In Ankorum angekommen und es erinnert sich eine große Anzahl Leute an mich. Nicht alle sind überschwänglich. Aber seiner Gnaden habe ich mich für würdig befunden, durch seine Lande zu ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dabei dieser Entscheidung die 200 Köpfe des wandernden Auges eine nicht geringe Rolle gespielt haben. Trotzdem wurden wir in guter Laune empfangen und ich werde kein Tribut fordern. Also wahrscheinlich ist Ankorum ein ziemlich kleines Dorf oder so, und die hatten Angst vor den 200 Leuten vom Balduran-Schiff. Deswegen haben sie so ehrenhaft empfangen.
Abenteuer ist das gewesen. Solch Reichtum nur in den tiefsten Ruinen der Heimat. Liegt hier fast zum Mitnehmen herum. Die einzige Mühe ist ein gewisses Maß an diplomatischen Verhandlungen. Angegriffen und wir konnten uns gerade noch zurück aufs Schiff retten. Dradil hatte uns gewarnt, aber wer traut schon seinen Worten? Ich könnte schwören, dass seine Sinne verwirrt sind, selbst wenn er in bester Verfassung ist. Die Mannschaft, aber die übrig gebliebenen, werden mit ihrem größten Anteil im Überfluss leben können und wirklich glücklich sein. Ich werde in der kommenden Nacht Ersatz aus der örtlichen Bevölkerung rekrutieren und wir werden in der Morgendämmerung unsere Segel setzen. Also hing Baldoran nicht so sehr an seiner Mannschaft, hä? Wenn er seinen Verlust einfach so ersetzt. Verzögerung, aber mit 150 neuen Matrosen. Okay, 105. Ah ja. Da hat er 150 wohl verloren. Oder weniger. Und hat ein bisschen mehr aufgestockt. Mit 150 neuen Matrosen muss man wohl mit einem langsamen Start rechnen. Sie wirken recht ruhig und ordentlich. Ganz und gar nicht, was ich erwartet hatte. Aussuchen sollen. Wir haben ihn ausgesetzt, aber seine Worte schon die Mannschaft aufgewiegelt. Ich weiß nicht, was schlimmer war, das Konstante des Schamanen oder die Reaktion der Mannschaft, als wir ihn der See übergaben. Die hatten einen Schamanen an Bord, der stumm gemacht hat. Ihre Augen sind so resigniert. Ich verabscheue eine Mannschaft, die nicht mit Feuer bei der Sache ist, aber ich schätze, das ist immer noch besser als Feuer im Frachtraum. Wetter nicht der Jahreszeit entsprechend und die Moral sinkt. Und dann haben Käfer sich in den Vorräten breit gemacht. Das Essen wird uns sicher knapp werden, lange bevor wir die heimatliche Küste erreichen. An Land gegangen, um unsere Vorräte aufzufrischen. Es ist eine kleine Insel, aber sie wird das Nötigste hergeben. Vielleicht sollte ich alleine während die Mannschaft. Zeit an Land wird ihnen gut tun. Ursprünglichen Männer sehen ein wenig abgezehrt aus, ganz anders als die Blässe der neuen Rekruten. Aber alle sind definitiv krank, okay? Das wird wohl der letzte Eintrag sein, wo sich alle mit Lykanthropie angesteckt haben. Mich kümmert's nicht. Hier lang. So, immerhin, dann knackt noch hier die Truhe. Jetzt habe ich ein Problem. Wo ist das Kind? Wo zur Hölle ist das Kind? Nein, 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 das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Was wollt ihr? Wir haben die Puppe, aber wir haben das Kind nicht. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Das Kind sollte doch irgendwo beim Wolfsanführer sein. Ja, beinahe unter meiner Würde. Weil hier oben lag es nicht rum. Ja, und ich weiß, das klingt komisch. Nein. Hier war es auch nicht. Ja, die Kiste haben sie es auch nicht gesteckt. Da ist das Kind. Okay, da lag es rum. Gut. Ihr habt dieses kleine Kind mit dem Namen Baldena im Bau des Werwolfs gefunden. Ja. Oh, ich habe mir jetzt fast schon Sorgen gemacht, dass das Kind weg ist. So. Wie wär's mal, wenn wir Tränke neu verteilen würden? Minsk kriegt jetzt mal den Trank der Sturmriesenstärke. So. Explosionstrank. Du kannst jetzt weitere Stäbe da reinpacken. Verwandlungsstab zum Beispiel. Den Stab kannst du mal nehmen.
Ah, ich hatte gerade echt schon Panik, dass das Kind weg ist. Aber weißt du was? Gib den Stab mal an sie weiter, so. Und den Feuerrot, dem Trank, den verkaufen wir. So toll ist der nämlich nicht. So, Trank der Spiegelaugen, dann können die Heiltränke nämlich zu ihr hier. Der Feuerrot im Trank ist nämlich eigentlich nur Agras Hexerei in schlecht, oder? Ja, 6W10 Schadenspunkte, obwohl das geht eigentlich. Na gut, komm. Dann bleibt der erstmal bei dir. Verwenden wir den beim nächsten böseren Werwolf und dann ist gut. Dann nehmen wir den Stab der Himmel als nächstes. Was? So, wir wollen jetzt erstmal hier raus. Gut. Nichts leichter als das. Das mit dem Kind hat mir jetzt gerade Panik gemacht, vor allem weil ich meinen Quicksave überschrieben hatte. Beinahe unter meiner Würde. Und ich weiß gar nicht, wo das Autosave gemacht wurde. Ja, da unten. Das heißt, wir hätten die ganze Insel nochmal machen müssen, um das Kind wiederzukriegen, also diese nördliche Hälfte der Insel. So, jetzt geben wir aber erstmal dem da sein. Ja, gut. Buch. Es ist vollbracht, endlich frei. Und der verschwindet einfach. Aber lässt 5000 Erfahrungspunkte da. Mit diesem Rüppel Karg zu sprechen, hat sich als reine Zeitverschwendung erwiesen. Da blieb nur der Kampf. Das scheint die einzige Sprache zu sein, die er versteht. Nun gut, um die Insel ist es ohne ihn wahrscheinlich sowieso besser bestellt. Wie soll mein Dienst an den übrigen Bewohnern sein? Nach der Rückgabe seines Zauberbuchs machte sich Dradil, der irrsinnige Elfenzauberkundige, prompt aus dem Staub, ohne auch nur ein Wort des Dankes zu verlieren. Und dankbarer Trottel. Ich würde jedoch gerne wissen, wo auf dieser verfluchten Insel er hingegangen sein mag. Man kann es ja mal okay versuchen. Okay. Du, denn ich verschwinde jetzt. Dann kann Imoin jetzt mal seine Truhe aufschließen. Hier ist Geld. Noch mehr von diesen Blüten. Ein Umhang. Und eine Stabschleuder. Können wir was davon identifizieren? Stabstreitkolben. Diese Waffe der Priester scheint ein einfacher hölzerner Stab zu sein, ähnlich einem Wanderstab. Sie strahlt eine sehr schwache Aura von Verwandlungsmagie aus. Bei Identifizierung des Befehlswortes nimmt der Stab die Eigenschaft eines Streitkolbens an und kann mit einer Hand verwendet werden. Die Waffe wurde sowohl für Priester als auch für Druiden entwickelt. Das heißt, wenn du den in die Hand nimmst, ist er wie ein Streitkolben. Zählt aber zu Schadenstyp Keule, Waffentyp stumpfe Waffen. Ah ja. Aber ich glaube, das Ding ist besser, oder? 1W6 plus 3, ETW plus 3. Und du hast ETW plus 2, 2W4. Nimm du den mal. Will mal kurz gucken. ETW von 6, was ziemlich gut ist. Anzahl der Angriffe 1,5. Jetzt hast du immer noch ein ETW von 6. Mit dem Ding machst du jedoch nur 1W4 plus 3 plus 1 elektrisch. Und mit dem machst du 2W4 plus 2, also 8 plus 2. Na, benutzt mal den eine Weile. Der zählt ja zu stumpfen Waffen. Genauso wie du hier. Ja. Was wollt ihr?